Die Aloe Vera, auf Deutsch auch ja echte Aloe genannt, ist eine Heilpflanze mit jahrhundertealter Tradition. Aloe Vera besitzt ein großes Potenzial. Dadurch kommen wir zu einer ja breiten Auswahl an Einsatzgebieten. Und genau die schauen wir uns jetzt auch einmal genauer etwas an. Suchen Sie schnelle Hilfe bei einem Sonnenbrand oder Mückenstich? Möchten Sie allergische Hautreaktionen zum Beispiel behandeln oder die Haut einfach nur vor vorzeitiger Alterung schützen? Statt mehrere Cremes, Salben und irgendwelche Mittelchen zu benutzen, verspricht Aloe Vera Hilfe gegen eine Vielzahl von Hautproblemen, ein richtig großes Bündel an Problemen, wo Aloe Vera hilft, angeblich hilft. Immer wieder wird auch geforscht, ob Aloe Vera auch gegen Krankheiten einsetzbar ist oder zum Beispiel das Immunsystem stärken kann, also sogar besser machen kann, wird auch manchmal behauptet. Wir schauen jetzt einmal, was in Studien wirklich belegt wurde und was sich ja eher als falsches Versprechen entpuppt. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über Symptome, Krankheitsbilder, aber auch Themen wie Aloe Vera zum Beispiel, wie Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Also, die Aloe Vera ist eine Wüstenpflanze aus der Familie der Liliengewächse und wird auch Wüstenlilie genannt. Das sieht man ihr äußerlich aber mehr nicht an, denn sie erinnert mehr an eine Mischung so aus, finde ich, Kaktus und Agave. Sie wächst überwiegend in subtropischen Gebieten, in Afrika, Asien und Südamerika und es gibt circa 300 Arten von Aloe-Pflanzen, also viele verschiedene. Und die Aloe Vera, auf Deutsch auch ja echte Aloe genannt, ist eine Heilpflanze mit jahrhundertealter Tradition. Also schon ganz lange verwendet man die in der Medizin. Die ist in den letzten Jahrzehnten vor allem auch im Kosmetikbereich auch auf den deutschen Markt zum Beispiel geschafft hat. Und daher kennen Sie wahrscheinlich die Pflanze auch. Viele andere Arten der Aloe sind für den Gebrauch eher weniger geeignet und teilweise sogar gesundheitsgefährdend. Also ist auch wichtig zu wissen. Dazu komme ich auch gleich noch. Was ist die Aloe Vera Pflanze? Durch ihre Herkunft ist die Pflanze perfekt darauf abgestimmt, in trockenen Regionen zu wachsen. Das bedeutet, dass sie ähnlich jetzt wie ein Kaktus monatelang ohne Flüssigkeit auskommt. Sie speichert das Wasser, das sie zum Überleben braucht, in den Blättern. Bis zu 1 Liter Wasser kann dort gespeichert werden. Aus diesem Blattmark kann dann Aloe Vera Gel hergestellt werden, das besonders feuchtigkeitsspendend ist. Also da erkennt man oder versteht man jetzt schon einmal den Grund, warum man gerade Aloe Vera auch beim Thema Feuchtigkeitsspenden quasi einsetzt. Zur Weiterverarbeitung ist dabei allerdings hauptsächlich die Aloe Vera Barbadensis geeignet. Achten Sie beim Kauf von Aloe Vera Produkten unbedingt darauf, dass sich ja nur Bestandteile dieser unschädlichen Unterart darin befinden. Darauf sollte man immer achten. Insgesamt befinden sich im Blattmark der Aloe Vera über 200 verschiedene Inhaltsstoffe, die wir uns zunutze machen können. Also richtig viele Inhaltsstoffe sind da drin. Und das Besondere daran ist vor allem die einzigartige Kombination der Wirkstoffe, die Vorteile dann noch verstärkt. Dadurch kommen wir zu einer ja breiten Auswahl an Einsatzgebieten. Und genau die schauen wir uns jetzt auch einmal genauer etwas an. Welche Wirkung hat Aloe Vera? So ziemlich jeder von uns hat ja den Namen Aloe Vera schon einmal gehört. Spricht man vielleicht auch manchmal anders aus. Aloe Vera, Aloe Vera, wie auch immer. In der Werbung wird Aloe Vera vor allem in feuchtigkeitsspendenden Cremes vermarktet. Und das ist auch tatsächlich nachgewiesen. Wie schon erwähnt, steckt das Blattmark ja voller Feuchtigkeit und kann das Hautbild verjüngen, indem es die Haut von innen durch die Flüssigkeit aufpolstert. Das ist das im Prinzip, was so da vereinfacht passiert. Für Sie interessant können aber auch die anderen Wirkbereiche der Aloe Vera sein. Aloe Vera Saft soll nämlich effektiv gegen Verstopfung helfen. Und in der Naturheilkunde sollen die Inhaltsstoffe Aloin und Anthranoide die Durchlässigkeit der Darmwand beeinflussen und haben einen abführenden Effekt. Studien bestätigen diese Wirkung, sind aber bisher vor allem, und das ist wichtig, an Tieren durchgeführt worden. Deswegen rate ich hier zur Vorsicht. Studien an Tieren sind nicht 1:1 übertragbar auf uns Menschen. Und das ist generell so bei relativ vielen Studien, die man hat, auch zu Aloe Vera. Sprechen Sie die Einnahme von Aloe Vera Saft immer mit Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin ab. Meine wichtige Empfehlung, wenn Sie damit Ihre Verstopfung behandeln wollen. Insgesamt sollte der Saft auch nur kurzzeitig genutzt werden. Und es ist ja auch immer wichtig zu verstehen, warum Sie Verstopfung haben. Und genau das soll ja Ihr Arzt dann auch abklären. Doch in der Aloe Vera steckt noch eine ganze Menge mehr drin.
Dieses Review hier einmal aus dem Jahr 2018 hat sich intensiv mit den möglichen Wirkungen und auch Risiken von Aloe Vera einmal beschäftigt und dabei viele Studien aus der jüngeren Vergangenheit einmal analysiert. Und dabei ist ein guter Überblick über die Möglichkeiten von Aloe Vera einmal herausgekommen. Und ich gebe Ihnen einmal die Zusammenfassung. Positiv ist dabei zu erwähnen, dass Aloe Vera Inhaltsstoffe besitzt, die gegen Mikroben und Viren eingesetzt werden können. Der Saft aus kalt gepressten Aloe Vera Blättern, der besitzt nämlich antimikrobische Eigenschaften und das Lektin aus der Pflanze unterdrückt die Proteinsynthese von Viren. Besonders gegen Herpesviren zum Beispiel ist Aloe Vera effektiv und es könnte dieser Studie einmal zufolge möglicherweise, und ich sage wirklich möglicherweise, sogar das gesamte Immunsystem verstärken. Und dieser Effekt wird auf Inhaltsstoffe zurückgeführt, die die Bildung von neuen Abwehrzellen im Körper ankurbeln. Das geht sogar so weit, dass die Inhaltsstoffe Aloin und Aloimodin aus der Aloe Vera Pflanze das Wachstum von Krebszellen verlangsamen sollen. In verschiedenen Studien wurde dabei festgestellt, dass unter anderem Lungenkrebs oder auch Leukämiezellen in ihrem Wachstum verlangsamt werden. Wir reden hier über komplizierte Vorgänge auf molekularer Ebene und ich muss hier auch dazu sagen, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass wir noch weit weg von einer möglichen Empfehlung von Aloe Vera sind. Also das ist ganz wichtig und es ist definitiv keine Alternative zu einer von Ihrem Arzt vorgeschlagenen Krebstherapie, Chemotherapie etc. Wir kommen gleich auch noch zu den möglichen Risiken und da wird diese eigentlich sehr positive Beobachtung etwas realistischer eingeordnet, also die Risiken der Aloe Vera. Stand jetzt sind das aber alles höchstens Indizien, das ist ganz wichtig. Zuerst schauen wir uns aber noch weitere beobachtete Wirkungen, Einsatzgebiete jetzt einmal an. Die Aloe Vera besitzt Inhaltsstoffe, das ist mir auch noch wichtig zu sagen, die entzündungshemmend wirken und sehr viele Antioxidantien enthalten. Antioxidantien helfen ja gegen frühzeitigen Zelltod und schützen damit effektiv vor Alterungsprozessen. Das ist auch einer der Gründe, warum Aloe Vera schon seit Tausenden von Jahren zur Hautpflege eingesetzt wird. Sie ist auch effektiv gegen die Entzündung bei Mücken oder anderen Insektenstichen oder auch allergischen Hautreaktionen, zum Beispiel nimmt man es auch. Die entzündungshemmende Wirkung, hatte ich ja eben auch schon gesagt, die leitet jetzt endgültig dazu über einmal, dass wir uns anschauen, wozu Aloe Vera in der Medizin aktuell schon genutzt wird. Denn das ist das spannende Thema ja, auch für mich gerade als Arzt. Wofür benutzen wir Aloe Vera in der Medizin? Wird Aloe Vera schon medizinisch eingesetzt? Dazu gehört nämlich an erster Stelle die Behandlung von Hautkrankheiten. Der Einsatzbereich ist dabei vielfältig und beginnt bei der Behandlung von Akne, Schuppenflecht und reicht bis hin zu Neurodermitis und vielen anderen entzündlichen Hautkrankheiten. Neurodermitis steckt da das oder die Endung Itis drin für Entzündung. Und dieses große Potenzial verbunden mit minimalen Nebenwirkungen führt dabei dazu, dass Aloe Vera bei der Behandlung von Hautkrankheiten eine gute Möglichkeit ist. Auch bei der Wundheilung wird Aloe Vera eingesetzt. In dieser Studie wurde Aloe Vera zur Behandlung von Fissuren eingesetzt und konnte dabei die Schmerzen schon innerhalb einer Woche signifikant reduzieren und die Fissur deutlich abheilen lassen. Auch bei Brandverletzungen zeigt sich Aloe Vera wirkungsvoll als Ergänzung zur bisher etablierten Behandlungen mit Verbrennungssalben. Sie können also auch bei leichten Verbrennungen auf Aloe Vera zurückgreifen und von der heilenden Wirkung tatsächlich profitieren. Ganz wichtig, leichte Verbrennungen, also in einem sozusagen Anfangsstadium, in einem niedrigen Stadium. Das gilt übrigens auch für Sonnenbrand auf der Haut zum Beispiel, denn einerseits hilft die Feuchtigkeit und andererseits lindern die Inhaltsstoffe Schmerzen und Rötung. Und Sonnenbrand ist ja nichts anderes als eine Verbrennung, eine Schädigung der Haut. Diese Studie hier zeigt ein weiteres Einsatzgebiet von Aloe Vera, nämlich Krankheiten im Mundraum. Durch eine Mundspüllösung, der Aloe Vera-Extrakt enthalten waren, konnte Parodontitis verringert werden. Und da Parodontitis auch eine entzündliche Krankheit ist, da steckt ja das Wort Itis drin, zeigt sich hier wieder die entzündungshemmende Wirkung von Aloe Vera. Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Erkrankungen im Mundraum, die mithilfe von Aloe Vera Mundspülung behandelt werden könnten. Es kann sich für Sie also lohnen, so eine Mundspülung zumindest einmal ausprobieren, wenn Sie wissen, dass Sie hier oft Probleme haben, dass in Ihrem Mundraum, in Ihrem Rachenraum oft was entzündet ist. Bei der Behandlung von Diabetes kann sich Aloe Vera als gute Unterstützung in Verbindung mit den herkömmlichen Diabetesmedikamenten
erweisen. Ganz wichtig aber an dieser Stelle, Aloe Vera ersetzt nicht die Diabetesmedikamente. Gerade Diabetesmedikamente sind sehr, sehr wichtig, weil wenn ein Diabetes immer weiter fortschreitet, hat es wirklich starke gesundheitliche Folgen. Aloe Vera Gel konnte in dieser Studie einmal die nüchternen Glucose- und Cholesterinwerte im Blut senken und die Behandlung von Diabetes unterstützen. Also wichtig, unterstützen. Der eben schon erwähnte positive Effekt auf das Immunsystem hat auch in einer Studie zur Behandlung von HIV-Patienten zum Beispiel ganz erstaunliche Ergebnisse gebracht. Und hier zeigte sich, dass Aloe Vera in Verbindung mit antiretroviralen Medikamenten zu einer erhöhten Anzahl an Immunzellen führen kann. Diese Medikamente gibt man typischerweise bei einer HIV. Hier steckt die Forschung aber noch in den Kinderschuhen und wir müssen abwarten, welche Entdeckungen in den kommenden Jahren noch gemacht werden. Insgesamt sieht der medizinische Einsatzbereich von Aloe Vera aber bereits jetzt sehr vielfältig aus und wird in Zukunft bestimmt noch wachsen. Gibt es Risiken? Aber es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Ganz wichtig zu sagen. Gerade deswegen ist es für Sie auch wichtig zu wissen, welche Risiken es gibt. Denn genau die Anthranoide und vor allem das Aloin, das ich eben noch als Wirkstoff bezeichnet habe, können auch negative Auswirkungen haben. Aloin steht im Verdacht, krebserregend zu sein und das Erbgut schädigen zu können. Das muss man auch sagen. Auch wenn man vielleicht denkt, Aloe Vera ist eine super Heilpflanze, das sollte man einmal wissen. Aus diesem Grund sind viele Abführmittel auch schon nicht mehr auf dem Markt erhältlich und Sie sollten sehr genau abwägen, ob Sie zu diesen Mitteln greifen. Ich habe gesagt, Sie sollten da unbedingt mit Ihrem Arzt sprechen, wenn Sie Verstopfung haben, dann Aloe Vera nehmen. Besonders in der Schwangerschaft oder bei kleinen Kindern sollte generell auf den Einsatz natürlich verzichtet werden. Und hierbei ist bemerkenswert, dass genau dieser Inhaltsstoff das Wachstum von Krebszellen irgendwie auch verlangsamen soll, hatte ich ja eben auch schon einmal gesagt. Hier fehlen also abschließende Ergebnisse und deswegen muss ich zum jetzigen Zeitpunkt von der Nutzung von Aloinen eher abraten. Dazu kommt, dass die Wirkstoffe auch mit anderen Medikamenten Wechselwirkungen oder wechselwirken können und dabei unbeabsichtigt mehr Schaden zu mir anrichten können, als sie Gutes tun. Das ist auch mal ganz wichtig. Besonders in Verbindung mit Cortisonpräparat und mit Medikamenten zur Behandlung von Herzschwäche, Herzinsuffizienz, da ist Vorsicht geboten. Deswegen besprechen Sie es mit Ihrem Arzt, wenn Sie irgendwie gezielt oft Aloe Vera Präparate nehmen. Auf dem deutschen Markt sind Produkte mit diesen Inhaltsstoffen allerdings sowieso selten geworden, wie gesagt, aufgrund der Risiken, aufgrund der Nebenwirkungen. Sie können deshalb letztlich guten Gewissens auf die vorhandenen Cremes, Gels oder Shampoos zurückgreifen. Wenn Sie von einer der in diesem Video erwähnten Krankheiten betroffen sind, wie gesagt, kann es sich lohnen, den Einsatz von Aloe Vera mit Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin zu besprechen. Aloe Vera besitzt ein großes Potenzial und ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren auch noch weitere positive Wirkungen hinzukommen, weitere Studien auch passieren, aber man sollte halt auch an die Risiken denken. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung und das gilt quasi hier auch. Was denken Sie nun? Was denken Sie über Aloe Vera, nachdem Sie das Video jetzt einmal angeschaut haben? Ihre Erfahrung? Gerne schreiben Sie es einmal in die Kommentarspalten. Gerne lassen Sie uns darüber gemeinsam diskutieren. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.